von Deutschland und er war ein blinder Passagier. Heute ist er bei uns live and in person, lebend und in Person. Hier ist Rio Reiser. Die Wolken ziehen von West nach Ost. Ich lieg im Bett und denk an dich und wie es früher war. Zauberland ist abgebrannt. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterloh. Der Himmel glüht wie heißes Eisen. Ein kleiner Vogel singt ganz leise unser Lied, sieh da. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterloh. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Das Traumtier geht auf weite Reise. Grauer Regen löscht die Feuer. Ach, küss mich noch einmal. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch nicht allein. Thank you.
warst hier und ich war. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg lief vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien, alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich will alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich will alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins und da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Nicht mehr lange, mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Angst. Es ist unsere Zukunft, es ist unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus. Jo, Mikro funktioniert. Puh, brauchst du eine Pause, Rio? Haben wir was zu trinken denn mal? Vielleicht ein Wasser, ein Bier, ein Kaffee? Gar nichts. Der Traum ist aus, das ist ein ganz alter Song, den du gerade gesungen hast. Und in dem Song heißt es, dass der Traum vielleicht bald schon Wirklichkeit wird. Hast du gedacht, er würde eher Wirklichkeit werden? Nein. Es klingt so optimistisch in dieser einen Zeile, so als wenn es irgendwie, ach, jetzt los und dann wird's klappen. Ich bin Optimist. Du bist Optimist? Und wenn du jetzt zurückschaust und sagst, also ich habe nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde, wann hast du denn gedacht, würde es funktionieren? Entschuldigung, mal eine Frage, was ist denn schnell gegangen? Wüsste man.
Nee, das ist ja gerade das. Also es gibt diese Zeile in dem Song, wo du, wo es so klingt, das heißt, wenn wir uns bemühen, dann dauert es nicht mehr lange und der Traum kann Wirklichkeit werden. Und das ist ja wirklich nicht passiert. Ne? Es bleibt uns nicht viel anderes übrig. Ich meine, ich glaube, wir missverstehen uns, weil... Was sagst du ganz richtig? Ich hab das Lied nicht verstanden. Jetzt kriegst du es aber. Rio, dann erklär mir das Lied. Was habe ich an dem Lied nicht verstanden? Ach was, weiß ich nicht. Ich weiß, es ist auch nicht mein Problem, was du verstehst oder nicht verstehst. Nein, ich meine, was will der Künstler mit dem Lied sagen? Ja? Nein, ich meine doch nicht jetzt irgendwie diese komische, was da passiert seit dem 9. November. Das ist doch nicht das Problem, oder? Das ist doch das, was ich meinte, was ich sagen wollte oder was ich, nun gut, also was ist, wenn der Künstler seinen Song erklärt, das ist nein, so ich will, nein, ich will ja nicht, dass du den Song erklärst, das will ich wirklich nicht. Nur ich habe es halt so verstanden, dass du in dem Song so die Hoffnung ausdrückst, dass wenn man sich reinhängt, dass wenn man zusammen träumt und dass wenn man versucht, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, dass es dann klappen kann. Und es klingt in dem Song schon so, als ob dieses... möglich wäre und auch in absehbarer Zeit vielleicht möglich wäre. Und da es schon lange her ist, dass du diesen Song geschrieben hast, ist meine Frage einfach, jetzt wo du zurückblickst auf die Zeit und es sich eben nicht sehr viel verändert hat, was denkst du da? Ich meine... Nein, ich wollte eigentlich... Was sagt ihr ganz richtig? Ich weiß es nicht, ich höre das immer nicht so richtig, aber ich wollte eigentlich nur... sagen wollte ich, vielleicht findet ja diese Gattung, ne? Da, hier, wir, ne? Vielleicht finden wir eine Berechtigung, auf diesem Planeten zu sein, der eigentlich ganz schön ist. Du hast auf deiner neuen LP einen Song, das ist ein Liebeslied an diesem kleinen Stern. Richtig erkannt, guck mal. Damit sind wir wieder auf einer Ebene, hoffe ich. Nein, auf der neuen EP fällt mir zum Beispiel auf, da sind viele Songs drauf, wo du sehr locker umgehst, auch mit Problemen, dich drüber lustig machst. Was soll ich denn sonst? Das frage ich... Fällt dir was Besseres ein, was man mit Problemen tun könnte, oder wie? Nee, mir fällt nur auf, dass du bei den Problemen, die so politischer Natur sind, da gehst du so daran. Während zum Beispiel bei den Problemen persönlicher Natur, zum Beispiel der erste Song, den du gerade gespielt hast, das ist ja ein Song von der neuen Platte. Der ist ja schon sehr ernsthaft. Da gehst du nicht so locker mit um, sondern eigentlich ernsthafter als mit den politischen Geschichten. Also zumindest nicht auf so eine lockere Art. Na gut. Also ich meine, es ist ja irgendwie... traurig sein ist auch was Schönes. Und das andere ist, ich meine... Wir sind ja nun in einer merkwürdigen Situation und es bleibt ja immer nicht viel Wahl. Was soll man machen? Kotzen oder lachen? Du meinst jetzt die derzeitige politische Situation, damit meinst du auch die Situation die derzeitige DDR, politische BRD, oder wie? Hör doch auf. Ich meine, derzeitige politische Situation ist doch so, das geht einem doch ganz persönlich. Also mir geht es an den Magen. Es ist doch, komischerweise sind wir doch alle so betroffen. Das habe ich noch nie erlebt. Du wohnst zum Beispiel in Berlin. Nicht? Doch, ich bin auch betroffen davon, klar. Du wohnst zum Beispiel in Berlin. Da bist du mittendrin. Wo wohnst du denn? Ich wohne in Dortmund. Aber so, man kriegt schon mit, was in Berlin ist. Ich bin auch häufiger mal da. Wie ist denn das so in Dortmund? Das müsstest du wissen, du kommst ganz aus der Nähe. Hast gerade in Unna, das ist direkt daneben, im letzten Jahr zum Beispiel eine Stadtoper geschrieben. Ich glaube, du kennst dich da ganz gut aus, oder? Ich kenne mich in Deutschland ganz gut aus. Ich kenne mich, oh, habe ich das falsche Ding genommen. Nee, ich kenne mich in Deutschland ganz gut aus, wollte ich sagen. Ich habe mich doch damit beschäftigt. Deswegen kann ich auch sagen, jeder, der sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein, hat sich nie mit dieser Geschichte beschäftigt. Ne? Du hast gerade einen deutschen Preis gekriegt. Und zwar den Ernst-Jai-Preis. Den hast du auch angenommen. Was habe ich denn? Den Ernst-Jai-Preis. Kannst du mal sagen, was das für ein Preis ist? Ist fürchterlich. Diese Leute, wofür werden die bezahlt? Ich frag mich wirklich. Ernst-Jai-Preis, wer soll denn das sein? Kenne ich gar nicht den Mann. Wie spricht er? Geschweige denn die Frau. Wie spricht er sich dann richtig aus? Fred J. Ein deutscher Schlagertexter. Heißt nicht Ernst-Jai, sondern Fred J.
Das kommt immer seine Konzepte nicht richtig. Dann erklär mir bitte, was der Fred J-Preis für ein Preis ist. Oder ich hab so einen großen Preis-Ding gekriegt, das ist so groß und in so einem Rahmen und da steht, es ist irgendwie was, eine Ermutigung für deutsche Schlagertexte. Fred J. ist ein sehr ehrenwerter deutscher Schlagertexter, der in den 60er und 70er Jahren uns begleitet hat mit vielen schönen Texten. Was hat er zum Beispiel für Texte geschrieben? Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Du hast den Fred J-Preis ja auch nicht bekommen für einen Song, den du singst, sondern für einen Song, den Marianne Rosenberg gesungen hat, den du für Marianne Rosenberg gesungen hast. Schreibst du gern Schlagertexte? Ich habe nur Schlagertexte geschrieben. Macht kaputt, was euch kaputt macht, war auch ein Schlagertext. Also du würdest da keinen Unterschied sehen zwischen es fährt ein Zug nach nirgendwo und macht kaputt, was euch kaputt macht. Ich meine, das sind doch schon zwei verschiedene Baustellen, oder? Lass mich nachdenken. Take your time. Nein. Ich sag nein. Nein, ich sage, ein Gassenhauer ist ein Gassenhauer. Wenn man mit einem Song den Nerv der Zeit trifft, dann ist das ein Schlager. Ein Schlager heißt auf Englisch übersetzt Hit. Ne? Oder früher hat man gesagt Gassenhauer. Und insofern ist Macht kaputt, was euch kaputt macht, keine Macht für niemanden. Das sind Gassenhauer. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich denke eigentlich gar nicht geschrieben. Es hat nämlich Marianne selber geschrieben. Aber wieso hast du denn dafür den Preis gekriegt? Darf ich nachdenken? Weil ich ein guter Texter bin. Weil ich in würdige Nachfolge in die Fußstapfen von Fred J. trete. Und das hat mit diesem Song Ich denk an dich gar nichts zu tun. Ich meine, ich sag das deswegen, weil zum Beispiel deine Plattenfirma verbreitet das. Lügt die dann? Alles Lüge. Kennst du meine Plattenfirma? Ja, ich kenne deine Plattenfirma. Na siehst du, was soll ich sonst machen? Ich meine, das ist ihr Beruf. Also die Leute stellen Fragen, was ist es so? Er weiß es genau, ne? Er weiß es genau, er kennt das Geschäft, ja. Stellt mir aber ganz dumme Fragen. Dann erzähl euch. Nee, ich würde sagen, wir lassen es dabei beruhen. Ich habe mich gefreut, dass du heute hier warst. Das heißt, eine Frage habe ich noch. Die würde ich doch gerne noch beantwortet haben. Und zwar die nackten Füße, die du dort hast, schon lange. Du trittst barfuß auf. Wieso machst du das seit Jahren? Er hat es beantwortet, Fußbild. Dann denke ich, werden die Black Firs ein ähnliches Problem haben, denn jetzt kommen die Black Firs. Vielen Dank, Rio Reiser, da geht er bereits. Wir machen weiter mit den Black Firs.